Und da sind wir wieder zurück zu Resident Evil. Ich wollte im letzten Part todesmutig rüber. Habe ich mir aber dann anders überlegt, aus dem einfachen Grund. Es lohnt sich nicht. Ich habe es nämlich versucht. Ich komme nicht mehr zurück, dort wo ich mit dem Steve war. Ich glaube Stevie heißt er, oder Steve, nachdem. Und noch dazu ist nur eine Patrone drin. Bei dem einzigen, was ich aufsperren kann, also ein Backerl-Patronen. Die hole ich mir einfach. Irgendwann hole ich mir die nach. Das ist jetzt nicht so wichtig, dass ich das jetzt unbedingt holen muss. Um jeden Preis. Deshalb scheiß mal drauf. So. Aber wir holen uns die goldene Waffe. Die setzen wir jetzt ein. Zwei Höhlungen in Form von Pistolen. Ja, ich mein's. Die haben wir extra mitgenommen. Jetzt habe ich es angezogen. Also ich muss auf Benutzen drücken. Schloss wurde geöffnet. Aber was ich gar nicht geschaut habe, ist, haben wir da jetzt was frei? Nein. Ist noch immer alles versperrt. Dürfen wir nicht vergessen. Und wir müssen auch nicht vergessen, deine Waffe zu anlegen, genau. Ich weiß leider nicht mehr, was uns da erwartet. Hier ist ein alter Fotorahmen. Hier ist ein Kamin. Er wurde scheinbar für eine Weile nicht benutzt. Eine antike Spieluhr. Ah, ich weiß schon wieder. Viele dicke Bücher. Irgendwas steht auf dem Notizzettel. Erste Ziffer links, rechts. Oi. Muss ich mal aufschreiben. Erste, links, rechts. Zweite Ziffer. Zwei, links. Drei, rechts. Drei, rechts. Und vierte Ziffer ist dreimal rechts. Vier ist dreimal rechts. Zwischendurch kein Reset. Ist nicht angeschaltet. Den Rechner hochfahren. Oh yes. Ah. Schon wieder diese Tierquäler-Videos da von den zwei Geschwister. Das kennen wir schon. Eingeben. Ah, da kommt danach ein Würstelmonster, das weiß ich. Okay. Einmal links. Drei. Dann. Nein, das erste ist links, rechts. Das ist eins jetzt, oder? Ich sehe das so schlecht. Eins. Das zweite ist zweimal links. 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 Wieder eins. Okay. Dann dreimal rechts. 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 Was ist das jetzt? 4P. Das kann doch nicht sein. Na, mach mal Reset. Stimmt irgendwas nicht. So. Einmal links, rechts. Links. Rechts. Das ist eins. Das nächste ist zweimal links. Links.
links. Eins. Dann dreimal rechts. Oder das dritte ist rechts. Ich trotto. Fünf. Und dann viermal. Dreimal rechts. Eins, eins, fünf, neun, Hammer. Das ist das Passwort. Eins, eins, fünf, neun. So, bin ich jetzt komplett gestört? Erste Ziffer links, rechts habe ich. Zweite Ziffer links. Dritte Ziffer rechts. Dritte Ziffer dreimal rechts. Zwischendurch kein Reset. So, noch einmal. Erste Ziffer links. Rechts. Eins. Zweite Ziffer links. Neun. Ups. Dritte rechts. Und vierte ist dreimal rechts. 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 Eins. 1971, Hammer. 1971. Super, das ist sicher. Copyright geschützt. Das Glimbim. Na komm her, Herr Würstelmonster. Da gebe ich keine Angst mehr. Jetzt weiß ich auch schon, wie man die gut vorbeikommt. Immer bei der kaputten Hand kann man vorbei gut. Da müssen wir sich mal umdrehen. Das dauert ewig. So ein langer Raum, ich hasse es. Da braucht dein Herz nicht brumm brumm machen, oder? Klar, das bringt nichts. Das bringt nichts. Na, das werde ich. Jetzt werde ich vielleicht ein bisschen an Schaden fressen, aber. Daneben geschossen. Sehr gut, hast du das gemacht. Ja, ein bisschen noch. Weg ist. Egal. Aber wir kommen da sicher noch öfter vorbei. Und ich habe dann keine Lust, dass ich da dann 14 Mal verreck. Wegen ein paar so Würstchen. War da nicht irgendein Kraut? Oder bin ich mal das ein? Nein, hat man nicht eingebildet. Sehr gut. Jetzt werden wir gleich kombinieren. Und wenn ich dann auf Rot bin, fressen wir es gleich. Und dann kann ich das wieder wegtun. Jetzt macht schon wieder so was auf. Gott. Wenn ein Würstelmann da ist, stirbt er eh. Verspreche ich da. Ah, okay. Fledermäuse.
Erst langsam. Okay. Das ist hin panisch, die Fledermäuse da. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Eine alte Rüstung hängt hier nicht unmöglich. Genau, nur die alte Rüstung. Sorry, aber die muss ich töten. Ich hab da keine Lust auf sowas. Hier ist nichts Nützliches. Nur ein Würstelmonster haben wir getötet. Hier ist auch nichts Nützliches. Verbrannt. Ist auch nichts Nützliches. War das nur ein Raum mit einem Farbband und ich hab da jetzt. Was? Es ist zu dunkel. Was? Um herauszuschauen. Teile. Brennholz. Jetzt brauche ich erst wieder mein Feuerzeug. Verreckt man die Scheiße jetzt da. Idiotenviecher hinter mir. Fledermäuse. Was haben Sie für ein Problem jetzt? Keep focus, brother. Our enemy is only a little girl. Oh, why is this taking so long? My apologies, Alexia, but I have been doing my best. The revival of the Ashford family depends on your success, brother. I am aware of that, Alexia. I will revive the family name myself and make you the master of the glorious Ashford family. Do not worry, brother. I will handle them both myself. Who is there? Is someone in the corridor? What is it, Alexia? Nothing. I believe I must have been imagining things. Let us go, brother. Also wenn ich mal so anschaue, wie wir gespielt haben, alten Let's Play und jetzt schon ein Unterschied. Eine große Puppe vermutlich. Die Zahlen und dort die Zahlen, okay. Schön. Schau, dann kann man gleich da rein. Hoffentlich ist jetzt niemand da. Dann sind wir tot, ne? Brief, Grußkarte. Ein Relief vermutlich, eine Frau von hinten. Schöne Möbel, aber es ist nichts Nützliches hier. Was haben wir denn da? Dieses Spiel ist. Was? Ah, da brauchen wir einen Planzer 4. Sehr gut. Ja.
nebeneinander drücken lohnt sich. Vor allem, wenn man nichts sieht. Ich kann irgendwas wegschieben, bevor ich jetzt da reingehe. Schaut nicht so aus, oder? Nein. Dann gehen wir rein. Spieluhr. Und da ist rot. Das ist ein Schlüssel. Silberschlüssel, den können wir im Hauptgebäude wieder weiter verwenden. Richtige Einrichtung. Nichts Nützliches wie vorher. Aber da können wir jetzt irgendwie rauf, so wie es ausschaut. Alles zugemauert. Was? Das Loch in der Decke ist zugemauert. Tatsächlich. Na gut. Gehen wir wieder runter. Ich sage euch, es ist so dunkel, ich sehe nicht mal die Türen. Fledermäuse. Dann haben wir es jetzt vernichtet. Ah, ist ein Schwert. Boden. Das kann ich aber nicht nehmen, okay. Macht nichts. Jetzt können wir uns da in Ruhe wenigstens einmal umschauen. Wenn wir die vernichtet haben. Schnell drücken, nicht dass der Wurstelmonster kommt. Da ist aber eins, aber der stört mich nicht. Da kommen wir schnell vorbei. So. Gleich einmal ein Farbband. Das legen wir ab. Ab. Separat haben, ist egal. Haben wir noch was? Diesmal haben wir Gott sei Dank ein bisschen Heilung. Da werde ich auch die Waffen wechseln. Ich glaube, das ist da ein bisschen übertrieben. Kein Würstelmonster jetzt mehr in der Nähe sein, so schnell. Okay, die Treppen rauf kommen wir jetzt. Mit dem neuen Schlüssel. Noch vor und unten haben wir auch einen großen Raum. Wunderschön. Ja, Schloss vor der Ende gilt. Bitte. Danke. Ich auch richtig gesehen habe, glaube ich, liegen da Sprengpfeile. Boah. Heute großzügig. Wow.
paar einige Würstelmonster töten damit. Was haben wir da? Ein antiker Flügel. Er kann scheinbar etwas ablesen. Aber was? Gibt's das? Bin ja verblüfft. Na, da ist nichts mehr. Aber zwei viel, was wir da gekriegt haben. Und ein Spielautomat läuft. Ein Gerät ist dann. Jo, dann gehen wir runter. Quer hinten. Ich bin gespannt. Geschlossen. Silberschlüssel, ja. Irgendwas sagt mir, dass da irgendwas Großes drin ist. Irgendwas. Will ich da jetzt schon reingehen? Nein, will ich nicht. Weil das ist der letzte Schlüsselloch. Was? Also das letzte Schlüsselloch für den Schlüssel. Das heißt nie was Gutes. Große Räume, ganz große. Und der Schlüssel wird nicht mehr benötigt. Das möchte ich nicht sehen. Passt. Dann beende ich den Part wieder und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, euer Zlavos. Tschüss.